Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cilia. Im letzten Part sind wir hier in der Höhenstraße von Lakutam angekommen, haben einige interessante neue Kampfgespräche miterlebt, weil wir neue Teammitglieder nach Kämpfen zusammen haben. Und ja, jetzt erstmal ein Söldner und Gentleman. Are you ladies feeling well? Anyone need a break? I'm okay. You sure are friendly. I thought mercenaries were supposed to be gruff and scary. SSL, then. That's just a stereotype. Although there certainly are a few like that. A true pro uses good manners and a kind demeanor to compensate for the job's shadier aspects. Huh. I guess Elvin would be even worse if he was rude as well as devious. I suppose. Man, you really are cool if you can let comments like that roll off your back, little buddy. Right? Sass from stuffed animals, cheeky teenagers calling me little buddy. Nope, don't care one bit. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir verpassen uns noch die letzten Level-Ups. Da noch was Glitzerndes. Ich wusste, das ist zu wenig. Und ja, wir rüsten uns auch mal mit den Level-Ups aus und ich hoffe, der Kampf hier reicht für die letzten Level-Ups. Und dann geht's weiter. Das habe ich doch gar nicht gemacht, das habe ich gemacht. Danke. Stinkt die Welt. Irgendwie greife ich fast mit Wasser an. Jetzt müssten alle ein Level-Up haben. Jude Love Layer. Jetzt kriege ich den. Wow. Gut, Rowan, du bist nächster. Aber zuerst Level-Ups. Und wir kriegen immer nur noch 4 WP. Ich wollte den hier haben, ne? Ja. Muss ich ja. 8 FP. Noch ein bisschen mehr KP, wir haben ja nicht genug. Und zum Schluss dann halt noch Bewegung und Beweglichkeit erhöht. Gut, das nächste Mal dann gucken, wo wir weitermachen. In Beweglichkeit? Ne, wir haben Vitalität und Stärke jetzt, ne? Beweglichkeit und Stärke. Intuition, nein. Psy, schick. Ich glaube, wir geben ihm dann einfach Vitalität. Ganz einfach. Gut, Elvin. Du willst hier weitermachen? Oder ich wollte hier irgendwann mal weitermachen. Vitalität erhöht. Dann machen wir hier einfach mal weiter. Denn Stärker ist ja sicherlich schon, oder was auch immer das war. So, und bei dir machen wir dann das nächste Mal. Intelligenz? Stärke, Intelligenz und Vitalität. Scheiße mal, weil Elvin hat ja sehr viel. Gut, Leia. Bekommt jetzt noch eine Haufenweise Stärke dazu. Was leider nicht ausreicht. FP oder noch mehr Stärke? FP. Das braucht sie dringender als alles andere. Gesundheitslauf. Beim freien Laufen werden KP langsam wieder... Ey, cool! So, was gibt es? Dafür brauchen wir dann auch wieder 2 Punkte. Naja. Rowan. So, du bist hier beim Geschick. Das passt dir auch irgendwie, das Geschick. Ob du FP brauchst, keine Ahnung. Tun wir einfach mal. TP wären nie schlecht. Und da was geht mein Geschick rein. Ich habe nämlich vor, Rowan eigentlich jetzt Geschick und Psy zu geben. Nach dem, was er schon brauchte. Nee, Quatsch, hat er noch gar nicht. Intuition. Ja, wobei. Intuition, Psy und Geschick. Das passt. Miller. Intuition plus 5%, glaube ich, war das.
HP. Und der letzte. Ist, ja, ist der letzte Reich zum Glück noch. Intelligenz und Sprungabbruch. Breche Angriffe mit Springen ab, ja. Gut. Du brauchst noch einen. Was hast denn du? Intelligenz und Stärke. Stärke und Intelligenz. Uha. Oh, dann geben wir dir einfach mal Bewegung. Einfach mal so. Weil jetzt noch ein bisschen Vitalität drin hat. Vitalität plus will ich nicht. Elise hat noch kein Level up. Elise hat noch kein Level up! What? Okay. Elise fehlt uns. Wie viel brauchst du eigentlich noch für ein Level up? Muss ich gleich mal nachgucken. Okay. Elise fehlt ein Level up. Okay. Wenn es weiter nichts ist. So ein bisschen. Ui, es geht noch weiter. Oh, ich sehe schon was Glitzerndes, aber auf fremdem Boden. I've never traveled this deep into Azul before. Nor I. And Rashagal, very little is known about the interior regions of Azul. Well, if anyone has any questions, fire away. I've actually come here a number of times. Because you have a girl in Azul? Warum von Tipo? I came for work, mind you. Work. But sure, I may have met a few girls over the course of my duties. Not the most emphatic denial. Regelmäßiger Lauscher. What? Okay. Ich will aber zum Glitzern, ne? Expecting a message, Alvin? Huh? I've seen him using that bird to send letters before. To a woman, apparently. Sorry, folks. I'll be done in a jiff. Everyone, take five. Niemand darf diese Nachricht sehen. Hey, Mila. Niemand. Warum stehen wir so weit abseits von Ilgar? You gave something to Ivor a while back. Was it the thing you swiped from the laboratory? Yes. It was the Spyrex used to operate the Lance of Kresnik. That little thing? But shouldn't you keep it with you? No. In fact, it would be dangerous to get anywhere near the Lance of Kresnik with that Spyrex in hand. Oh, well, you know better than me. There is a problem, however. The channeling circle that bound and captured the Four, I believe it was generated by that Spyrex. I will need to generate a channeling circle of equal power to release them. In other words, you'll need that Spyrex to save the Four Great Spirits. I may need the Four's power to destroy the Lance of Kresnik, too. The real question, then, is when should I retrieve the key from Ivor? Hey, does that mean you can also use Spyrex to cast arts? It's not just for the Lance of Kresnik? Hmm. What's the simplest way to explain this? Remember the street lamps in Fenmont? Jetzt kommt sogar so eine weit tiefgründige aus der vergangenen reichende Überleitung. Hoffentlich wird es nicht allzu kompliziert, aber June müsste es sehr verstehen. People light them with spirit arts. It's a simple parlor trick. Even a child could do it. But what happens if more powerful spirit arts are required? Those require a powerful caster. Someone with a mana lobe of sufficient capacity. The greater the capacity, the more mana can be produced when using arts. That capacity is determined at birth. It's immutable. Precisely. That's one of the laws of Rhizomaxia. But a Spyrex doesn't rely on the caster at all. A caster wielding a Spyrex can power anything. From a tiny streetlight to a gigantic object like the Lance of Kresnik. Mana capacity ceases to be a limitation.
but that sounds really handy. Könnte gefährlich werden. It is handy, and that's precisely why it's so dangerous. With the Spyrex, anyone can wield arts potent enough to capture the Four. And anyone can use that power to kill others. Just as they plan to do with the Lance of Kresnik. Anyhow, we should get going. She's right about one thing. Weapons like the Lance of Kresnik must be destroyed. But is Spyrex itself really such a bad thing? Wenn sowas existiert, werden Leute sicherlich Waffen draus bauen. Und der Grund ist dann die Spyrex und so weiter. Aber mal sehen, was das Spiel uns für eine Lösung vortischt. Glänzend. Grundlagen der Golem-Krone. Noch eine schwarze Feder. You seem to know a lot about Golems. What was that you said about Earth Spirits? Apropos schwarze Feder, mir wurde gesagt, bei jedem 100 bekommt man irgendwas, wenn man sie abgibt. Golems are artificial constructs created by the Rashagol army through Earth Spirit channeling. They can only work within particular spirit climes, but they're very powerful. Impressive. Isn't she smart? Although she did just hear all that from Rowan. So she's just the conductor's parrot. Elise learns spirit arts through intuition alone, so she hasn't made a proper study of the subject. Trotzdem ist Elise OP. Und süß. However, once she learns something, her ability to recall it is quite impressive. I learned a lot of other things too. Like Femmon is protected to the north and south by golems and the Thezebel Marsh. It's an impregnable defense. Und durch dingbare Abwehr. Eine Bare, bitte. Impregnable, huh? War das jetzt so ein Schreibfehler oder? Weil LR japanisch eine Aussprache quasi getauscht. Can you tell me what that means? Well. Perhaps it's time we expand our lessons beyond just spirit arts. Naja, Brieffreunde. Elise wird noch leer. It's a pain, but I better try to bang out a letter. Let's see. Look, Alvin's writing another letter. My dearest, now that the interseasonals have blown their last, and the spirit climb has settled, my thoughts stray to you and your well-being. Ich wette, Alvin tut gerade nur so. He's so formal. He's gotta be writing to a woman. That reminds me, Jude. How come you didn't answer any of the letters I sent to you in Fenmont? I didn't know what I was supposed to say. You only ever talked about yourself. Also, your penmanship could use some work. I can't believe you! You blown me off and still have the nerve to complain! But I could barely even decipher them. You yank the pen so hard it tears the paper. Well, maybe I'll just copy you. Your cutesy little bubble letters are straight from a little girl's diary. What? Guys aren't allowed to write neatly? That's sexist. Eigentlich sollte die Schrift umgekehrt sein von den beiden oder was? Naja, gibt sowieso immer unterschiedliche Schriften, egal ob männlich oder weiblich. I'm not being sexist. That's exactly how it looks. Then you've proven my point. You are sexist. I'll never run out of things to write about with these people around. Oh Gott, Alvin, nutzt doch nicht jede Vorlage noch mehr. Eine ermüdende Hülle. Hey, Mila? Are you really Maxwell? I am. Had I not mentioned that yet? Ah, she isn't human! Run away! Tipo, beruhig dich. Having seen the strength of Mila's resolve, I have no trouble believing that to be true. So how come you look so normal? I have taken physical form by using the elements within a human body as a catalyst. It has proven to be an irksome vessel with many limitations. So Mila is Maxwell in a human body. Well, it doesn't change who she is, right? Let's leave it at that. It's still a little scary.
Haven't you always known Mila to be scary when she's angry about something? I guess that's true. Are they afraid of me? Or is that a sign of respect? Well, I suppose either will do. Okay. Leute, im nächsten Part erkunden wir dann diesen Abschnitt von der Höhenstraße. Hier gibt es sicherlich erstmal wieder was zu holen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.